Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Gran Turismo 4. Wir fahren jetzt die nächste deutsche Meisterschaft, und zwar die SL-Meisterschaft. Und ich habe mir den Wagen hier geholt, den SL 500. Ich kann euch nur eins sagen, das ist das langsamste Modell hier mit 306 PS. Es gibt ja noch andere Modelle, zum Beispiel SL 600 mit 500 PS und als AMG-Version mit 612 PS. Ich habe hier an dem Wagen nur Nitro eingebaut und Ölwechsel gemacht, sonst nichts. Also das wird schon, denke ich mal, hoffe ich mal auch, eine sehr interessante Meisterschaft. Es sind auch nur drei Rennen, jeweils vier Runden. Apricot Hill, Fuji 80er war das, glaube ich, und El Capitan. Ne? Ja, die Gegner, die sehen soweit okay aus und let's go! Wir kriegen ja 90 Punkte. Beim Proberennen habe ich übrigens 114 Punkte bekommen. Also geht sogar auch. Bin auch zuerst mit dem SL 600 auch gefahren hier. Haben aber nur pro Rennen dann irgendwie 20 Punkte bekommen und die Rennen waren auch relativ langweilig. Und was mir als erstes hier auffällt bei dem Wagen, die Schaltzeiten sind hier wieder richtig kurz. Guck mal, vom zweiten auf dritten, habt ihr das gerade gehört? Okay, ich rede auch die ganze Zeit, deswegen ihr das wahrscheinlich nicht gehört habt. Ich bin jetzt mal gleich ruhig und achtet mal, wie schnell die Schaltzeit ist hier. Da gibt es eigentlich keine Verzögerung. Direkt nächster Gang. Das ist nämlich ein bisschen an den Nissan GTR Konzeptwagen. Bei dem Konzeptwagen ist auch, gibt es gar keine Schaltzeit. Es gibt aber einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Vorteil ist halt keine Schaltzeit, ne? Das heißt also direkt, die Besteuerung geht dann direkt weiter. Das Problem ist auch nur, wenn ihr halt, wenn das Auto halt viel Übersteuern hat, also wenn die Räder sich sehr schnell drehen, ne? Normalerweise löse ich das, indem ich halt dann statt im dritten Gang, im vierten Gang zu fahren und die Schaltzeit, die da dann dazwischen ist, beruhigt das Auto ein bisschen sozusagen, ne? Und da gibt es leider keine Schaltzeit, dementsprechend kann man dann das Auto sozusagen auch nicht beruhigen. Was ich jetzt aber bei dem Wagen hier zum Glück jetzt nicht so schlimm finde, der lässt sich sehr angenehm fahren, finde ich, wieder mal, wie bei unserem M3 vom letzten Part auch. Also sehr gelungen, der Wagen hier. Ich mag den auch vom Aussehen her echt schön. Von 2002 ist der Wagen auch. Sieht für mich aber nicht so alt aus. Wenn man bedenkt, dieses Fahrzeug ist 18 Jahre alt jetzt. Oh mein Gott. Und als Cabrio sieht er auch noch ganz cool aus. Leider fahren wir hier aber auch leider mit geschlossenem Dach. Was ich echt schade finde. Ich glaube, ja, sonst hätte Gran Turismo Probleme gehabt, weil das wäre zu viel. Da hätte die PS2 halt zu viel rechnen müssen und dann wäre das Spiel ein bisschen laggy, ne? Aber ja, ich finde übrigens die Performance von Gran Turismo 4 so geil. Also das Spiel ist sehr flüssig für ein PS2-Spiel. Wenn man mit anderen Spielen vergleicht, ist es echt wirklich sehr flüssig alles, aber ja, das Problem ist halt nur, wir fahren gegen 5 Gegner, ne? Insgesamt 6 Autos auf einer Strecke ist jetzt nicht so besonders viel. Und ja, das ist halt so ein Nachteil. Und ich habe auch, also ihr habt ja sicherlich auch alle schon mal GT5 gespielt und da ist die Framerate ab und an mal sehr miserabel auch. Aber es hat sich zum Glück bei GT Sport ja sich wieder beruhigt, da finde ich die Performance auch sehr gut. Und ich hoffe mal GT7 besser auch. Ja, bei GT7, ihr habt ja sicherlich Gameplay-Videos auch gesehen zu GT7, also nicht Videos, sondern da gibt es nur ein einziges Gameplay-Video auf Tri Mountain. Das sah sehr nach GT Sport aus, aber man darf das nicht unterschätzen, denn da läuft auch Raytracing. Falls ihr jetzt nicht wisst, was Raytracing ist, ich möchte das jetzt am besten nicht erklären. Einfach Wikipedia oder googeln einfach, was Raytracing bedeutet. Also ganz kurz, grob zusammengefasst, das ist sozusagen eine 1:1 Berechnung von Spiegelung oder so ähnlich, kann man das am besten bezeichnen. Ja, und aber es gibt am besten Wikipedia oder Google nachschauen. Das ist sehr hardwarehungrig. Und Gran Turismo 7 soll ja auch Raytracing unterstützen. Und das wird sehr interessant. Das wird sehr, sehr interessant. Gut. Und das Rennen ist auch einigermaßen interessant. Der Zweitplatzierte kann gut mithalten. Ich habe übrigens, habe ich das erwähnt, dass ich Nitro auch gekauft habe? Ich glaube schon. Nitro habe ich eigentlich für ein einziges Rennen nur gekauft. Und zwar fahren wir gleich hier auf Fuji. Die 80er-Variante sogar auch noch. Ne? Da brauchen wir vielleicht sogar auch Nitro.
Mal schauen, mal schauen. So. Hier sind die Gegner jetzt nicht besonders schnell, deswegen sind wir auch Platz 1 jetzt hier, ne? Der Zweitplatzierte, der macht so ein bisschen Druck jetzt hier. Also wir müssen den im Auge behalten jetzt, ne? Und auch hier, wie immer, ich wiederhole mich ja die ganze Zeit, aber das war die ersten 100 Parts ja nicht so gewesen. Deswegen werde ich jetzt mich wiederholen. Und zwar werde ich hier das, wenn ich das Rennen nicht gewinne, wovon ich aber jetzt nicht ausgehe, werde ich das Video jetzt, beziehungsweise das Rennen jetzt hier nicht wegschneiden oder so. Also könnte auch ein spannendes Rennen sein hier auf einmal, ne? Und vielleicht auch die kommenden Rennen, die werden auch relativ spannend bestimmt. Also vor allem Fuji kann ich mir gut vorstellen, wird sehr spannend. Und bei mir flackert der Monitor. Also nicht zum Glück nicht, worauf ich jetzt gerade zocke, sondern ich habe hier noch einen zweiten Monitor. Da sehe ich ja die Aufnahme und dieser Monitor flackert, ey. Ach, keine Ahnung, muss ich später nachschauen. Oh, und der Zweitplatzierte. Der Zweitplatzierte hat aufgeholt. Ei, das wird interessant jetzt. Wir kriegen ja nur 90 Punkte. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass hier auch ein SL 500, eine SL 300 mitfährt, oder? Ist das SL 300? Ich glaube schon. Also halt das Modell vom 54 mit den Flügeltüren. Also ganz legendäres Modell. Sehr ikonisch, sehr legendär. Und ja. Mein Fun Fact ist ja, es gibt hier halt ein Mercedes SLL, ne? Also sozusagen der Nachfolger vom SL 300. Oh mein Gott. Und das hat ja auch Flügeltüren, das Auto, ne? Und mal angenommen, du machst einen Überschlag mit dem Wagen und dann landest du auf einem Dach. Du kannst so an sich die Tür... Oh mein Gott. Du kannst so an sich die Tür nicht aufmachen, wenn du auf dem Dach liegst. Deswegen gibt es da so einige, so zwei kleine Explosionskapseln. Und die explodieren dann sozusagen, wenn du auf dem Boden liegst, damit die Türen aufgehen. Ja, das ist sehr interessant und meine Herren, da war das auch ein sehr interessantes Rennen jetzt wirklich. Also die ersten zwei Runden haben wir eigentlich Zeit aufgebaut, aber hier, ja, soll ich euch jetzt mal an. Gegen Ende hat er richtig gut aufgeholt, ne? Sobald die Räder warm sind bei den Gegnern, sind die auch schneller, ne? Oh, ho, 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 ho. Okay. Ja, jetzt Fuji. Das wird sehr interessant. Also Fuji habe ich echt keine Ahnung, ob wir das Rennen gewinnen werden mit dem Wagen. Ich werde euch aber dennoch das Video oder beziehungsweise das Rennen euch zeigen. Also seid gespannt. Gewinnen wir das Rennen oder gewinnen wir nicht das Rennen? Das ist die große, große Frage jetzt. Ja, da fährt ein SL 600 mit, aber von 98. Aber kein neues SL. Ja, jetzt haben wir Glück gehabt. Jetzt fährt der Gegner vom letzten Rennen nicht mit. Der Zweitplatzierte meine ich jetzt. Also sollte doch ein relativ leichtes Rennen sein. Ich wollte ursprünglich eigentlich sogar mit SL 600 von 98, also den roten hier, wollte ich eigentlich für die Meisterschaft nehmen. Kann man nur aber beim Gebrauchtwagenhändler finden. Kaufen, besser gesagt. Leider habe ich den da nicht gefunden und deswegen fahre ich hier mit Plan B mit den SL 500 hier. Ja, aber so schlimm ist der Wagen jetzt auch nicht. Ich finde ihn sogar echt hübsch, also... Ich finde eigentlich das 98er Modell vom SL 600 hässlich, bis zum geht nicht mehr. Aber dennoch hat das, keine Ahnung, irgendwie gefällt mir dennoch, dass das hat was. Und ich meine, das SL 600 von 98, das Design, das sieht irgendwie, ist nicht gut gealtert, wie ich finde. Weil für mich sieht das Auto aus wie aus dem frühen 90er, also 91 oder 92, aber der Wagen ist von 98. Also nicht gut gealtert, wie ich finde. Wohingegen dieser Wagen hier, der Wagen ist nur 4 Jahre neuer, also 4 Jahre jünger als das 98er Modell. Sieht währenddessen aus wie ein Auto vom 2012 oder 13, wie ich finde. Also, auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, Mercedes. Oder wenn man sich die A-Klasse sich anschaut, ne? Die A-Klasse von 1999 bis von 2000. Das sieht aus wie so ein, wie ein Smart halt, ne? Und wenn man sich dann die neue A-Klasse anschaut von 2020 oder so, der Wagen sieht tausendmal besser aus. Viel, viel breiter, viel, viel größer auch, ne? Also fast so groß wie in der B-Klasse auch, würde ich mal fast sagen. Hat sich auf jeden Fall Mercedes hier vom Design her verbessert, wie ich finde.
Dennoch ist Mercedes nicht meine Lieblingsmarke. Also meine Lieblingsdeutsche Marke ist hier Audi. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt keine Hater kriege oder so. Nee, aber Audi ist schon beste Marke fast schon, würde ich sagen. Aber ich muss auch dazu sagen, Audi hat sich in letzter Zeit ja... Also ist ihr Ruf ist in letzter Zeit sehr kacke geworden. Vor allem die letzte Sache da wegen Daniel Abt, weil er halt beim E-Sport-Rennen gescheatet hat, hat Audi Daniel Abt komplett rausgeschmissen aus dem Formel E-Kader. Wegen Cheaten. Ja, okay. Soll man nicht machen, natürlich nicht und so, ne? Es geht ja nicht um E-Sport so an sich, sondern halt darum, dass er halt Audi beschmutzt hat, weil er halt gescheatet hat oder so. Dennoch, den komplett rauszuschmeißen, das fand ich übertrieben. Wieso wollte ich overtribed sagen? Keine Ahnung. Aber dafür fährt der René Rast jetzt für Audi bei Formel E. Keine Ahnung. René Rast übrigens echt cool, der Typ. Sehr, sehr cool. Hab da so einige Streams von ihm angeschaut. Der fährt ja auch in letzter Zeit wieder iRacing. Echt ein cooler Typ. Und ich mag den auch als DTM-Fahrer auch sehr. Hab mich auch gefreut, dass er letztes Jahr Meister wurde in der DTM. Okay. Noch zwei Runden. Der Zweitplatzierte ist... Wir kommen nicht weg. Also der Zweitplatzierte, der kann auf jeden Fall mithalten. Das finde ich schon mal gut. Für ein spannendes Rennen für euch auf jeden Fall. Und ich finde jetzt den Abstand auch nicht besorgniserregend jetzt gerade. Das ist schön. Sehr schön entspannt jetzt das nach Hause fahren. Mein armes Herz. Ich möchte jetzt hier wieder so ein spannendes Rennen haben wie das letzte Rennen vorhin. Ne? 4,2 Sekunden jetzt. Holt er auf oder bleibt der Vorsprung jetzt so ungefähr gleich? Müssen wir gleich auf den nächsten Sektor achten. Wenn ich sauber fahre... okay, die langgezogene Rechtskurve ist hier echt ein bisschen tricky sogar auch. Oh, der hat ein bisschen aufgeholt. Okay. Ja, ich sehe den auch. Also der holt definitiv ein bisschen auf, weil er ein schnelleres Fahrzeug auch hat. Das ist meine Ausrede, warum er aufholt. So, der hat wieder ein bisschen aufgeholt, oder? Ja, aber nur 3 Zehntel diesmal. Wäre das Rennen jetzt 10 Runden lang, hätten wir vielleicht gegen Ende noch Probleme gehabt, aber jetzt geht's einigermaßen auch. Ja, vielleicht sogar nach 6 Runden hätten wir ein Problem bekommen. Aber das Rennen ist ja 4 Runden lang, von da ist mir alles andere egal. Und? Okay. Vorsprung gleich geblieben jetzt. Ich finde die Übersetzung ein bisschen komisch. Ab und zu mal schalte ich ein bisschen zu früh runter. Und dann bin ich am Begrenzer und dann verliere ich dadurch auch dann viel Zeit. Okay, er hat wieder ein bisschen aufgeholt. Nee, diesmal haben wir aufgeholt. Also beziehungsweise haben wir unser Vorsprung hier vergrößert. Auch gut. Aber jetzt wird er aufholen hier, ne? Ja, ich mache mir aber keine Sorgen jetzt. Letzte Kurve. Der kann ja jetzt nicht so einfach 3 Sekunden aufholen. Oder 2,5 Sekunden. Ich darf nur die Kurve nicht verkacken jetzt. Okay. Jawoll! Wieder ein spannendes Rennen. Also die Meisterschaft hat was. Wenn man mein SL500 jetzt nur fährt, dann ist sie auch schon sehr anspruchsvoll, ich finde. Also mit dem SL500 Stock auch dann. Ne? Der Wagen hat nur 300 PS, recht wenig. Wenn man es mit dem SL500 vergleicht, der Wagen hat 500 PS. Ja. 200 PS Unterschied ist schon enorm. So, die nächste Strecke, wo fahren wir jetzt? El Capitan, meine Lieblingsoriginalstrecke in GT4. Ich hoffe, wir fahren diesmal vorwärts. Ja, wir fahren auch vorwärts, sauber. Und 123 TV, jawohl. Kennt ihr den Sender 123 TV? Habe ich damals sogar als Kind geguckt, obwohl ich ja nichts gekauft habe.
Warte, wenn wir jetzt 123 Punkte bekommen, dann heißt das, dass der AMG SL600-Fahrer hier mitfährt, oder? Und der Wagen hat 600 PS, also... Ah, wir sind aber schon Zweiter hier. Okay, das war jetzt eigene Dummheit von mir. Ich habe ein bisschen zu früh roter geschaltet. Ich glaube, der da vorne ist ein SL500 AMG. Wir holen sogar ein bisschen auf. Was? Okay, wir kriegen zwar Windschatten, dennoch sollten wir eigentlich nicht so viel aufholen, oder? Ist das ein SL600? 500 meine ich? Nee. Warum heißt eigentlich der Wagen hier, was wir hier fahren, SL500? Der Wagen hat doch nicht 500 PS. Sondern nur 300 PS. Oh, meine Nase juckt. Das ist nicht gut. So, jetzt habe ich ein bisschen kurz Zeit. So. Okay. Oh, wow. Jetzt fangen die hier an, mit der Lufthupe jetzt auch zu jubeln hier. Die Zuschauer jetzt, meine ich. Ja, ja, das ist das Blöde jetzt. Man hört heutzutage nicht mehr so viel Lufthupen auch bei so Rennen. Also fällt mir jetzt spontan nicht so ein. Wenn man sich so ältere Formel 1 Aufnahmen anschaut von 2001, 2002, hört man ja noch sehr viele diese Lufthupen da. Aber heutzutage, ich weiß nicht, ob die jetzt verbannt worden sind oder ob die jetzt irgendwie nicht mehr in sind, die Lufthupen. Heutzutage hört man nicht mehr so viel von diesen Lufthupen, wie jetzt zum Beispiel gerade. Ne? Was ich aber echt toll finde, ist, dass diese Vuvuzelas nicht mehr zu hören gibt. Also Vuvuzelas, ich weiß nicht, ob... Ich glaube, die jüngeren Zuschauer, die wissen gar nicht, was es ist. 2010 die WM stand... Ich kann nicht mehr reden. Die WM war ja in Südafrika, genau. Und da sind diese Vuvuzelas halt sehr beliebt und... Ja, als Deutschland da immer gespielt hat in Südafrika, hatte man immer hier so Vuvuzelas, ey, das war so nervig. Und wir können ja auch jetzt schon mal uns Gedanken machen, welchen Wagen wir hier gewinnen. Ich habe eine sehr starke Vermutung, was wir hier gewinnen werden. Ich bin mir auch zu 90% sicher, dass wir den Wagen gewinnen werden. Ich werde aber wie immer meine Vermutung erst dann zum Schluss sagen. Das ist das Coole an Gran Turismo, finde ich. Immer diese Überraschung. Okay, hier in dem Fall ist das jetzt keine große Überraschung wahrscheinlich. Aber bei einigen Meisterschaften diese Überraschung einfach. Was für ein Auto man gewinnt. Ne? Das vermisse ich bei Forza Motorsport irgendwie. Bei Forza Motorsport, vor allem bei den neuen Teilen, da kriegst du einfach Autos hinterhergeschmissen. Was ich echt blöd finde. Und hier bei Gran Turismo, und das ist auch bei Gran Turismo Sport so, da fängst du halt von null an und musst dich halt voranarbeiten, kriegst dann halt, hast am Anfang halt etwas langsame Fahrzeuge, aber nach und nach kriegst du schnellere Fahrzeuge auch noch, ne? Und das ist besser als bei Forza, wie ich finde, auf jeden Fall. Ich kann mich noch bei Forza Motorsport 7 erinnern, doch wenn man das Spiel anfängt und das erste Rennen dann fertig hat, das erste Rennen ist halt so ein typisches Tutorial-Rennen auch, ne? Dann hat man die Auswahl, sich da eine Meisterschaft auszuwählen. Man kriegt dann das Auto auch entsprechend, das entsprechende Auto geschenkt. Das sind, glaube ich, waren, glaube ich, 9 Meisterschaften zur Auswahl. Und da war so eine Meisterschaft, das waren so Hypercars aus den 90er oder so. Und dort kannst du so ein Bugatti B300 Schieß mich tot gewinnen, beziehungsweise geschenkt bekommen. Und wenn du den Wagen dann halt normalerweise kaufen würdest, würde der Wagen 2 Millionen Credits kosten. Und da kriegst du direkt am Anfang das Auto geschenkt. Ja, das ist echt blöd, wie ich finde. Das ist auf jeden Fall bei Gran Turismo besser. Und auch bei Need for Speed und so weiter. Bei Need for Speed finde ich das auch ganz cool. Dass du halt auch am Anfang so halt ein langsames Fahrzeug, ne, bekommst. Bei Heat war das aber so wiederum, die Gegner, also beziehungsweise... Man konnte schon da recht schnell Geld verdienen und dann sich auch bessere Teile auch kaufen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie gefixt wurde. Ich habe das Spiel, als es rauskam, richtig gesucht. Da gab es, glaube ich, nicht mal einen Day-One-Patch raus. Jedenfalls, nach einer Zeit, also nach, keine Ahnung, 10 Rennen oder so, hatte ich so viel Geld gehabt, dass ich das Auto dann halt ordentlich tunen konnte. Und ich dann halt
so schnell war, dass ich jedes Rennen mit Leichtigkeit gewonnen habe, weil da gab es irgendwie keine Begrenzung oder sowas ähnliches, mit wie viel PS du da fahren sollst, oder die Gegner haben sich nicht an dich angepasst oder so, keine Ahnung. Also du fährst da mit einem 400 PS Fahrzeug und die Gegner sind noch alle so 200 PS schnell. Na, das war, zumindest als ich das gespielt habe, als es frisch rauskam, das Spiel, war das da so richtig easy. Und ich habe auch auf schwere Schwierigkeit auch gezockt, ne? Okay, ne, bis auf Driften habe ich immer auf schwer gezockt. Driften bei Need for Speed Heat war echt bäh. Also richtig bäh. Also nicht, weil also schon hat schon Spaß gemacht, das Problem war, dass die KIs unglaublich stark waren auf schwer. Da habe ich das immer runtergeschraubt. Und ihr kennt mich ja, ich versuche halt immer so anspruchsvoll wie möglich die Rennen zu fahren. Wie jetzt zum Beispiel. Okay, so anspruchsvoll ist das Rennen jetzt nicht. Aber ich könnte eigentlich ganz easy einen SL 600 AMG holen. Den Wagen auch noch tunen bis 800 oder 900 PS und dann hier die Rennen mit Leichtigkeit gewinnen. Aber das macht mir nicht so viel Spaß. Deswegen versuche ich immer eine Herausforderung zu haben und versuche halt ein Auto hier zu suchen. Ich suche ein Auto hier, das jetzt nicht besonders schnell ist, damit ich wenigstens ein spannendes Rennen hier fahren kann. Aber ja, hier. Nee, naja, nicht. Deswegen wollte ich auch übrigens hier das 98er Modell holen, weil ich glaube, das 98er Modell ist auch das langsamste Modell hier. Das wäre ein bisschen spannender gewesen sogar auch. Naja. Aber ich soll jetzt nicht so viel meckern. Ich meckere die ganze Zeit. Ich bin halt eine Diva. Nein, ich bin keine Diva. So, und ich sage euch gleich auch, welches Fahrzeug wir hier höchstwahrscheinlich gewinnen werden. Ich bin mir eigentlich da fast zu 100% sicher. Und ich glaube, wenn ich schon... Also, ich glaube, ihr seid auch... Ich glaube, ihr wisst auch wahrscheinlich, welches Fahrzeug wir hier gewinnen. Das ist eigentlich ganz klar. Aber werde ich euch gleich sagen. So. Jetzt kommt der letzte Sektor hier. Die Strecke ist ja, wenn man so an sich... Die Strecke ist schon relativ unsicher, ne? Weil man kann sich ja sich sehr leicht überschlagen auch, weil hier viele Leitplanken fehlen, wie rechts zum Beispiel. Und wenn du einmal mit 200 km/h irgendwie einen Reifenschaden bekommst dann, und hier rechts dann hier gegen die Bande fährst, also gegen die... ja, da gerade eben rechts da, dann überschlägt sich das Auto ganz easy peasy, ne? Also an sich ist die Strecke super gefährlich hier. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf dieser Strecke auch echte Rennen stattfinden könnte. Aber das ist ja auch eine Originalstrecke nur. Deswegen, ja. Und ist auch nur ein Spiel auch, ne? Muss man auch dazu sagen. So. Jetzt gehen wir wieder 10.000 Credits. Und jetzt ist die spannende Frage, was gewinnen wir hier? Ja, meine Vermutung ist, dass wir ein SL300. Jawoll! Flügelschuhe. Oh, auch sehr schön hier dargestellt, dass der Wagen Flügelschuhe hat. Können wir mal ein bisschen Innenraum hier uns anschauen? Ja. Sieht man was von? Ja, nice. Sehr schön. Ja, war, wie gesagt, war mir zu 90% sicher, dass wir den Wagen gewinnen. Was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde. Ich finde den Wagen echt hübsch. Wahnsinnig hübsch. Ich hoffe, dass wir jetzt den Wagen schnell finden hier. So. Und heißt die Farbe Obsidian schwarz in der Black einfach nur? Okay, schade. Schöner Wagen. 215 PS, 1300 Kilogramm wiegt der Wagen. Von 54 wohlgemerkt, ne? Und 54 waren die Specs unglaublich gut. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächsten Part wieder. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.